Hallo, hier ist Stefan von lebeundforschen.de. Ich zeige dir jetzt noch ein Special für Append. Das ist nicht wirklich Pflicht, dass man das beherrscht, aber es kann sehr angenehm sein. Es geht um die Batch Data Preview, also Vorschaubilder im Blend-File. Ich habe dir ja schon gezeigt, wie man eine Schachfigur aus einem anderen Blend-File hier reinholen kann auf das Schachbrett, wenn die wirklich in zwei getrennten Blend-Files sind. Ich zeige es nochmal kurz, weil ich dabei auch was zeigen kann. Gehe auf File. Append, muss mir das File aussuchen, wo ich die Figuren raushaben will. Ich nehme mal hier die 6 Figuren. Schau mal hier, die Größe ist jetzt 800, fast 900 Kilobyte. Und das darf ich jetzt nicht hier anklicken, sondern ich mache es auf und jetzt gehen hier so Ordner auf. Hier sind die Objekte. Und hier sind die schön sortiert, das ist ja ziemlich einfach. Ich weiß, wenn die so gut beschriftet sind, weiß ich wirklich, bei King hole ich mir halt die Figur König. Wenn ich die sehen will, dann muss ich natürlich hier umschalten, sonst geht es nichts auf Sandbay, Thumbnails. Sehe ich aber nichts, nur weiße Blätter. Weil diese Vorschaubilder, die musst du manuell extra nochmal anlegen lassen. Also ich kann ja mal das Pferd holen, weil es ist ja gut beschriftet. Das kann ich gut machen mit Append und es ist hier an der richtigen Stelle. Wenn das nicht an der richtigen Stelle wäre, falscher Maßstab, vielleicht auch einfach verschwunden, weil es ganz an der anderen Stelle ist, das erkläre ich alles in meinem ausführlicheren Append-Tutorial, das du auch können solltest, wirklich. Also, was kann ich machen für die Vorschaubilder? File und dann hier Data Preview, Batch Generate Previews. Jetzt suchst du dir das Blend-File aus, das du haben möchtest. Also für das Gesamt-File gibt es ja schon immer so eine kleine Vorschau, die macht Blender von alleine. Du musst nur hier halt die Vorschau auch einschalten. Jetzt gehe ich mal hier auf dieses File, wo wir gerade eben schon drin waren und klicke jetzt Batch Generate. Jetzt kommt so ein schwarzes Viereck, das heißt Blender rendert. Das kann auch mal eine Minute, vielleicht sogar zwei dauern, wenn da viele Dinge drin sind. Du kannst ja gerade sowas legst du gern an, wenn du so eine Sammlung hast. Du kannst richtig eine kleine Bibliothek machen, wo du sagst, alle Gegenstände, die in meinem Raumschiff vielleicht sein können, lege ich da rein, habe ich ein Vorschaubild. So, jetzt ist er fertig. Wenn ich jetzt auf File, Append gehe, und wieder, ich bin wieder an der gleichen Stelle in dem File und jetzt sehe ich eben nicht mehr weiße Seiten, sondern die einzelnen Figuren. Nur hier, wo die Kamera und das Licht ist, das kann man ja nicht in 3D darstellen, da bleibt halt so ein weißes Blatt. Und dann kann ich mir da eine Figur aussuchen. Ich kann auch, wenn ich in die anderen Ordner gehe, zum Beispiel Materialien anzeigen lassen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil Materialien, die kopiert man sich gern mal aus dem anderen Blend-File, weil man da vielleicht mal eins gemacht hat. Erstens kann man ziemlich aufwendig Materialien machen und man hat es halt einfach gut hingekriegt und will es genauso wieder haben. Oder hat noch einen Gegenstand, der jetzt auch in der gleichen Oberflächenbeschaffenheit sein soll. Und was auch geht, du kannst auf die Collections gehen und jetzt siehst du wirklich zum Beispiel, Setup geht ja nicht, da ist nur eine Kamera und Licht drin, deswegen zeigt es dann nichts an. Aber bei den Figuren siehst du alles, was da drin ist. Und du siehst zum Beispiel, ja toll ist das ganze Set, aber vielleicht nicht so toll, es sind noch nicht die 16 Figuren schön aufgestellt, sondern die musst du dir dann noch vervielfältigen. Aber du kannst hier schauen und vielleicht nimmst dir dann die mit Append rein und kriegst genau das, was du gesehen hast. Vorsicht, auf dem Pferd sind jetzt zwei, weil wir da zweimal was gemacht haben. Ja? Das ist doppelt drin. Steht hier, fällt es auch auf Horse 01. Das war's schon zu den Vorschaubildern. Viel Spaß und bis ein andermal.